Hallo. Na? Auf dem Weg zum Meer? Ja, ich auch. Ich wollte auch gerade schwimmen gehen, aber seid ihr nicht ein bisschen zu hässlich dafür? Oh Gott, ey. Ihr werdet ja ausgelacht. FKK-Straße. Wow. Okay. Hier ist alles vollkommen verrückt. Also die Lizards fliegen rum. Die Kannibalen gehen schwimmen. Aber sag mal, wo lebe ich eigentlich? Willkommen zurück zu The Forest, dem Wirtschaftssimulator für den 3DS. Ich würde sagen, wir sind erstmal hier fett. Das Feuer an. Oh, denn ich war so gut. Ich natürlich, man kennt mich. Ich hatte gerade eine Fail-Aufnahme und bin einfach ins Feuer gerannt. Ich weiß nicht, warum ich das gemacht habe. Und deswegen habe ich keine Rüstung mehr. Jetzt habe ich leider nur noch diese zwei Stücke und ich würde sagen, wir braten mal eben hier den Lizard. Zack, Kuchen, so schön. Ich hatte das Gefühl, dass wir noch ein paar mehr Sachen hatten. Scheinbar aber nicht. Das ist natürlich okay. Okay. Da müssen wir jetzt gleich aber erstmal fett fressen gehen. Also fett hier so Lizard suchen. Jetzt machen wir hin hier. Komm schon. Huha. Komm schon. Okay. So, wir sind volle Kanne vollgefressen. Das heißt, wir haben natürlich wieder Energie und Leben. Das ist super. Das ist super. Deswegen sammeln wir eben kurz ein paar Steine auf und natürlich auch Sticks. Und können eigentlich. Oh, da ist ein Lizard. Hui, der ist aber ganz schön schnell. Hör mal, der ist aber ganz schön schnell. Oh. Der läuft einfach mal durch den Baum durch. Bock. So. Und dann können wir das, den Schutz direkt mal anziehen. Tada. Da sind noch mehr. Da ist sogar ein Rabbit. Oh, scheiße. Komm schon. Ja. Nice. Nice. Oh, noch mehr. Alter Scheiße, ey. Hier ist aber richtig viel. So, und jetzt müssten wir von dem. Genau, von der Rüstung sind wir voll. Warum haben wir so wenig Leben? Ich habe doch gerade was gegessen. Zählt das nicht? Das ist natürlich jetzt ein bisschen doof. Wir hacken mal eben den Baum hier ab. Denn Holz brauchen wir immer. Aber ein bisschen komisch, dass wir. Dass ich jetzt nicht alle Leben voll habe. Ich dachte mal, da haben die es vielleicht gefixt. Aber auf jeden Fall war das ja vorher so, dass man einfach alles vollgefüllt bekommt. Wenn man isst. Fragt sich dann aber noch, wie man Leben bekommen soll. Hey. Okay, nice. So, die zwei rollen da hinten irgendwo hin. Der bleibt da. Schön. Dann können wir doch jetzt mal, würde ich sagen, wo waren das hier? Genau eine Woodbench machen. Denn man kann sich jetzt ja da hinsetzen. Ich würde sagen, wir machen das einfach mal hier so neben Feuer. Zack. Jetzt kann man sich da draufsetzen. Ja, mal super. Ich sitze aber falsch rum hier drauf. Ist das gewollt? Och nö. Kann ich mich doch andersrum draufsetzen? Bitte. Ja. Perfekt. Nice. Jetzt können wir uns hier draufsetzen und sie schön, ja, angucken, wie es regnet. Das ist natürlich richtig geil. Irgendwie regnet es hier richtig oft. Das ist ein bisschen komisch. Dann holen wir mal eben die kurze Bretter ab. Scheint aber, als würde unser Leben regenerieren. Das ist natürlich dann geilomatico. Da sind die Bretter hingefallen. Ich würde sagen, diese ganzen Koffer, die hier rumliegen, brauchen wir noch nicht wirklich ausplündern. So, wofür brauchen wir denn die Bretter hier? Was bauen wir denn? Ja, Traps brauchen wir noch nicht wirklich. Wir brauchen erstmal was hier, wo wir drin bleiben können. Machen wir da einfach mal eine fette Log-Cabin. Wo kann man die gut hinmachen? Könnte man doch hier hin machen. Guck mal, hier geht da. Oh nein. Oh nein. Nein. Ey, ich bin so bescheuert, ehrlich, ey. Das kann nicht wahr sein. Guck, oh nein. Naja. Eigentlich ist es nicht ganz so schlimm. Dann bauen wir das halt hier hin. Ich wollte das eigentlich so drehen, dass wir den Ausgang dahin haben, aber wir haben ja hier ein Fenster.
Naja, sieht man immer noch sehr wenig. Naja. Och Mann, ey. Scheiße, ey. Ey, das war so klar, ne? Ey, ein Fail nach dem anderen, das ist, och Gott, ey, das ist unglaublich. Das ist echt unglaublich. Das ist doch nicht einmal, das ich hatte am Kühe melken, aber. Das ich hatte am Kühe melken. So, holen wir uns nochmal einen fetten Baum. Ein bisschen schade, dass wir unsere letzte Lok haben. Wir waren ja, die war ja fast fertig. Da brauchen ja, glaube ich, noch sechs Loks oder so gemacht werden. Bisschen schade, dass die dann nicht mehr vervollständigt werden konnte. Oh, wieder ein Gummibaum. Boing. Hilfe, ey. So, liegen da noch zwei? Okay, da hinten liegt auch noch einer. Bis jetzt keine Kannibalen. Das ist doch mal was Schönes. Wieso, Ben Ben? Weil wir sonst ja immer überall Kannibalen hier rumlaufen haben. Und besonders, wenn das so offen ist. Wir müssen hier echt mal. Deswegen, also ich baue jetzt sofort eine Lockhebin, damit wir irgendwas haben, wo wir sicher drin sind. Ich hoffe mal, dass die Lockhebin, ich habe die noch nie fertig gebaut, dass wir da drin sein können, währenddessen die uns angreifen, irgendwie sowas. Also nicht währenddessen die uns angreifen, sondern dass wir da drin geschützt sind, während die uns angreifen. So, kann ich den Baum abbauen? Sieht nicht so aus, ich kann da sogar. Scheint nicht, ich kann da sogar halb rein. Das ist wohl irgendein komischer Baum, der jetzt nicht so ganz funktioniert. Ja. Oh. Da kommen sie an. Wo wir gerade vom Teufel sprechen, ey. So, warte, Illisi, warte mal. Ich will den Lizard hier töten. Ey, was machen die denn? Warum gehen die denn genau zu meinem Lager? Ich habe da doch Effigies aufgebaut. Hör mal, da können die doch gar nicht hin, hör mal. Das kann doch nicht wahr sein. Oh, jetzt rennen sie weg. Okay. Tschüss. Dann, bis auf Wiedersehen, bis nächstes Mal, ne? Boah, ich hoffe nicht, dass, oh, hier ist wieder ein Lizard. Boing. Nice, haben wir direkt mal wieder, bisschen Armor auf Lager. So, dann bauen wir mal. Ups. Bauen wir mal den Baum ab, weil der am nächsten ist. Das heißt, hier können wir super leicht. Eigentlich ist es wirklich super gut, direkt hier am Wald zu bauen. Deswegen, also. Diese Stelle, die ich jetzt ausgewählt habe, die ist richtig nice. Die ist richtig nice, hör mal. Da kannst du dir direkt, ne, da kannst du dir direkt, hör mal, da kannst du dir direkt ne, auf die Schulter klopfen, ne, mal, da, ey, hör mal, das ist richtig toll, hör mal. Das ist richtig toll, guck mal, ich hab hier einen Stick. Wow. Ja, die, hör mal, nice. Hör mal, die fliegen ja perfekt. Hör mal, perfekt für unser, warte mal, ich zünd das mal eben an. Tada. Und. Tada, okay. Die fliegen ja perfekt zu unserer Lockcabin. Talk, so. Da braucht man nur noch ein paar Loks und dann haben wir das fertig. Ja, aber ich finde es ein bisschen, ehrlich gesagt, ein bisschen zu viel Loks, die man für eine Lok. Oh. Hallo! Na? Auf dem Weg zum Meer? Ja, ich auch. Ich wollte auch gerade schwimmen gehen, aber. Aber, seid ihr nicht ein bisschen zu hässlich dafür? Oh Gott, ey. Ihr werdet ja ausgelacht. FKK-Straße. Wow. Okay. Hier ist alles vollkommen verrückt. Also die Lizards fliegen rum. Die Kannibalen gehen schwimmen. Sag mal, wo lebe ich eigentlich? Ich will doch nicht mehr leben, ey. Ich will jetzt endlich meine Lockheaven fertig machen und endlich in Ruhestand gehen, ey. So, das Problem ist, hier kommen die ganze Zeit solche blöden Typen aus dem Wald. Das ist ja fast schon so, als wäre der Wald verhext. Der ist der verhext. Das ist der Hexenwald, Hammer. Der Hexenwald. Ne, jetzt mal ehrlich, ey. Warum rennen die denn? Also, ich finde es okay, wenn die weg von uns wegrennen, natürlich. Dagegen will ich jetzt gar nicht protestieren. Wenn die von uns wegrennen, Hammer, das ist ja. So.
Und so, dann will ich gar nichts gegen die sagen, dann sind das meine besten Freunde. Aber wenn die zu mir kommen und mir Aua Aua machen wollen, aber dann ist das gar nicht gut. Dann ist das gar nicht gut, aber dann müssen wir die sofort, dann müssen wir die sofort, zack, Kopf ab müssen wir machen, aber genau das. Ich nehme den mal lieber mit, bevor der da ins Wasser rollt. Das wäre natürlich ein bisschen kacke. So, Tok-Toki. Ich würde sagen, wir. Oh, hier ist noch eine Sat. Nice. Bong. Boah, wie langsam der die einfach schwingt, die Axt. Einfach mal so. Lalala. Lalala. Hier geht's gar nicht ums Überleben, aber hier ist so. Lalala. Ey, was hab. Ey, was ist mit meinen Armen los? Was ist mit denen los? Und warum, jetzt geht's wieder. Irgendwie hatte der gerade so einen kleinen Lustschwenker, so einen, oh, hab keinen Bock, ey. Scheiß Arbeit, lass mal Hartz IV machen. Scheiß Kacke, ey. Immer arbeiten für Geld, ey. Warum kann man nicht kostenlos Geld kriegen, ey? Bescheuert. So, jetzt hoffentlich fliegen die jetzt nicht allzu weit weg. Naja. Rollen ja eigentlich immer ziemlich gut Richtung Strand. Ich hoffe mal, die ganzen Bäume resetten sich. Denn wenn nicht, wäre das doof. Weil wir dann hier nachher überhaupt keine Bäume mehr hätten. Oh. Also, ich weiß nicht, ob das noch ein Log war von vorhin, aber die rollen ja ganz schön. Hör mal, die rollen ja mal richtig weit. Die sind noch am Rollen, yo. Was für eine Geschwindigkeit, hör mal. Heute ist alles, ey. Hör mal, heute bei allen rennt heute, hör mal. Aber richtig. So. Ich hab das Gefühl, ja. Ja, ich hab das Gefühl, dass es langsam dunkel wird. Es ist zwar noch. Boah, das sieht aus. Manchmal sieht das echt aus, wenn man so guckt, als würde der Schatten schweben. Das ist richtig geil. Hoi. So, wo sind die Loks da? Gib mal die Loks her. Gib mal die Loks her. So, sind hier denn irgendwelche bösen Buben? Ich meine nicht. Das ist echt extrem. Also, ich hatte noch nie eine Folge, wo ich, also ein Part, wo ich noch gar nicht mit irgendwelchen Kannibalen in Kontakt kam. Das ist natürlich richtig geil. Ich würde sagen, die ersten paar Folgen werden jetzt hier erstmal, Lockhibben fertig machen. Also wir haben jetzt schon 20. Das heißt, in aller spätestens. Oh, jetzt mach doch mal hin hier. In aller spätestens vier Folgen sollte das natürlich. Ey, sag mal, warum haut der denn manchmal immer so langsam dagegen? In aller spätestens vier Folgen. Guck mal, der wird immer langsam. Ich muss da immer hingehen und dann nochmal neu schlagen. Irgendwie ist das ein komischer Mensch. Ach. Oh. Das kann sein, weil ich, ich nehme mal so einen Snack dazu, weil ich keine Energie mehr habe. Das, ja, das kann sein. Oh, das wusste ich noch gar nicht. Guck mal, da habe ich schon wieder was Neues gelernt. So, jetzt, kommen die Kannibalen? Oh, Gummibaum. Hui. Ich verstehe aber die Physik der Bäume nicht. Weil so ein Gummibaum oder so, also so richtig fetter Baum gibt voll wenig Loks und so ein richtig dünner Baum, der gibt richtig viel, hör mal. Und egal wie groß die sind, das ist vollkommen egal. Irgendwie ist das total random, wie viel die geben. Irgendwie verwirrt mich das Ganze. Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. So, oh Gott. Das ist natürlich jetzt echt, ja, das ist na super jetzt hier. Wie soll ich den? Okay, von der Position kann ich es machen. Ja, super. Solange es splittert, ist das immer ein Zeichen, dass es funktioniert. Aber doch, jetzt funktioniert es wieder. Ja, super. Komm, noch einen Schlag. Okay, noch einen. Ich habe gelogen. Noch einen. So. Oh. Oh Gott, was war das denn für ein Baum?
Das wäre der Springerbaum, hör mal. So, hier sind keine Kannibalen. Das heißt, wir können schön pennen gehen. Ja, super, mal. Da war ja eine richtig chillige Runde. Hier eine richtig chillige The Forest Runde. Kein einziges Viech getroffen. Und guckt euch das mal an. Wir haben 29 Loks für die Kacke jetzt schon fertig. Ey, das ist ja richtig gut. Aber dann sind wir schon. Da sind wir schon im übernächsten Part fertig. Mit der Lokkevin. Und dann können wir uns hier richtig geil verschanzen, hör mal. Oh, eine Feder, nice. Okay, dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich schätze mal, wir können jetzt pennen. Ich versuche das jetzt einfach mal, weil hier keine Kannibalen in der Nähe sind. Und das sieht nach morgen aus. Doch, das ist morgen. Ja, super, hör mal. Richtig geil. Ja gut, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Hör mal, eine Folge komplett ohne Kannibalen, ohne irgendeinen Kampf. Hör mal, das ist natürlich super. Hör mal, suppi ist das. Jo, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut da rein und, ja, wenn ihr wollt, checkt den Kanal aus. Check den Kanal aus. Wenn ihr wollt, wenn nicht, dann halt nicht. Und dann, geht doch weg, ey. Nee, also jetzt mal ehrlich, haut rein und ciao.